Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kartenchaos-Video. Ich bin Rotmac und wir haben diese Woche Yogg-Saron sucht den Superdiener. Helft Yogg-Saron einen Diener zu finden. Euer Deck steckt voller potenzieller Kandidaten, die beim Ausspielen einen zufälligen Zauber auf ein zufälliges Ziel wirken. Ja, und alles zufällig hier. Und ich wähle fürs erste Video mal den Krieger, Garrosh Höllschrei, und los geht's auch gleich. Ist alles zufällig, von daher wir können gar nichts mitbestimmen, bis halt auf den Champion. Und ihr werdet es gleich sehen, die Audiodatei bei mir ist auf Englisch gestellt worden. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wie wir da ändern. Ist nicht schlimm, aber ihr hört's gleich. Garrosh versus Gul'dan. Englisch, wieso? Wieso? Ich meine, ist ja nicht schlimm, absolut nicht. Aber wenn jemand weiß, warum und was ich dagegen tun könnte, dann bitte in die Kommentare damit, weil irgendwie finde ich das ein bisschen schräg. Englische Audio-Kommentare und die Karten und alles ist auf Deutsch, weil es ist alles auf Deutsch eingestellt. Keine Ahnung. So, also, wir haben hier alles relativ teure Diener. Ich werde da mal alles rauswerfen, denn ich will die Zauber haben. Ja, hier, das sieht doch schon ganz gut aus. Kriegsbot und fieser Zuchtmeister zu Beginn. Ich hoffe jetzt nur... Oh, geisthafter Krabbler ist auch schön. Ich hoffe jetzt Fortuna ist mit uns. Mal schauen, was sie für einen Zauber kriegen. Nein. Flammenkanone auf meinen eigenen wahrscheinlich. Nee, nicht. Okay, auch gut. Gegnerisches feindlichen Diener. Okay, geht gar nicht auf meinen. Und er spielt hier... Oh. Was vernichte zwei zufällige feindliche Diener? Werft zwei zufällige Karten ab. Ja, wenn ich nur einen habe, dann geht es wahrscheinlich nicht. Alles klar. So, und dann pushen wir den mal mit dem Zuchtmeister und kriegen eine Bärenfalle. Sehr schön. Das läuft auch ein bisschen für uns hier. Fortuna ist mir hold. Mal gucken. Dennis, wir haben ihn gar nicht gegrüßt. Ich grüße Dennis noch. Müssen wir machen. Er kann eine Karte ziehen. Die kostet drei weniger. Und er... Was? Leeren Suracho weg. Wieso? Hä? Was? Und alles wird zerstört. Alles klar. Da kommt es erst. Elementare Zerstörung ist weg. Okay. Habe ich jetzt aber nicht verstanden, warum Leeren Suracho weg war. Wieso ist er abgehauen? What the fuck? Naja. Wie gesagt, egal. Ansturm. Die hat keinen Ansturm, leider. Aber wir bringen sie trotzdem raus. Für zwei. Und welchen Zauber kriegen wir? Inneres Feuer. Super. Super, da habe ich mir selber ein Ei gelegt. Naja. Kann ich nichts dran ändern. Das finde ich schon ein bisschen nervig manchmal. Auch wenn man einen Diener rausspielt und der wird mit einem Zauber gleich wieder zerstört, weil der auf den Diener geht. Super. Hat man gar nichts davon. So, und jetzt hauen wir den mal weg. Einfach weil wir es können. Der kriegt zwei davon auf die Hand. Ist nicht so schlimm, weil er kann sowieso nicht heilen. Und dann geisterhafter Krabbler raus und einmal Rüstung gemacht. Aber erstmal schauen. Ich kann auch zwei Karten ziehen. Sehr schön. Ja, da haben wir nichts. Doch, super. Meeresplünderer. Ja, wieso auch nicht. So, Schild drauf. Und ihr seht, das Spiel kann ziemlich lange dauern, weil man einfach nicht abschätzen kann, was da kommt. Naja, mal gucken, wie gesagt, Fortuna, ist sie auf unserer Seite oder nicht in dieser Woche? Ich hoffe jetzt mal, zwei Siege können wir erringen so. Wenn nicht, dann haben wir halt einfach Pech gehabt. Das liegt sicher nicht an meinem Können. Ganz bestimmt nicht. Dann ist es einfach nur Pech. So. Ja, das ist natürlich jetzt nicht schlecht hier, der Typ da. Dann kann er schön pushen. Mit 5 Mana kann ich nur eine Karte spielen, die 1 kostet. Wie geil ist das denn, bitte schön? Mann. So, er kommt mal raus. Ja, ich habe weniger Karten als der Gegner auf der Hand. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay, dann bemannt der Schredder. 3 Karten ziehen, bitte. Habe ich 2 Mana gekriegt, ist auch gut. 2 Mana ist auch super eigentlich, weil ich habe ja da relativ viele Karten. Ich mache den mal weg. Ich mache den mal weg, der stört mich ein bisschen. Noch 2 Rüstung und gut ist. Hier, was habe ich denn nachher für 8 Mana? Wir können entweder Morgoth der Ogre spielen. Wir können aber auch Mal'Korok spielen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Mal'Korok oder hier, Romagus. Ei, sehr schön. Romagus ist natürlich super. Meeresplünderer wäre auch nicht so übel. Und Schildmaid auch nicht schlecht. Also wir haben jetzt relativ gute Karten in der Hand. Ich hoffe jetzt nur, die Zauber sind auch
so gut und hauen uns nicht selber die Diener wieder vom Feld. Mal schauen. Lehrenrufer oder Lehrrufer, dazu eine Rache. Alles gut. Dann kriegt er noch... super. Super. Kriegt er hier noch ein Geheimnis? Und ich hoffe, es ist nicht die Explosion. Wir haben jetzt noch eine Bärenfalle, die aktiviert wird. Das ist gut. Aber ich muss... Ich mache das so. Erstmal will ich ihn weghaben. Dann schauen wir mal, ob hier was aktiviert wird. Ja, Sprengfalle. Ist aber halb so schlimm. Damit gehen wir jetzt auf ihn. Ich hoffe, er hat keinen Dämon auf der Hand. Ich will da ein bisschen Platz haben auf dem Feld. Er hat einen Dämon auf der Hand. Super. Na, genial. Genial. So, egal. Wir haben 8 Mana zur Verfügung. Und wir spielen dafür Romagus. Wir spielen ihn. Komm. Kann nicht schaden. Unser Diener kriegt hier noch ein bisschen Angriff. Wir haben 5 Angriff jetzt. Nein, wir haben schon angegriffen. Ei, wie blöd ist das denn jetzt? Kann man aber nicht wissen, ne? Kann man nicht wissen. Schade. 4 Schaden flöten gegangen. Hätte ich ihm jetzt ins Gesicht geboxt. Aber okay. Okay. Ich hoffe jetzt mal, mein Chromagus überlebt diese Runde. Dann kann ich zumindest von einer Karte 2 Stück davon kriegen. Dennis. Ihm ist wohl das Gesicht eingeschlafen, weil ich so lange gehabt habe. Ja, wundere dich nur. Naja, was haben wir denn jetzt noch zur Verfügung? Als nächstes würde ich jetzt mal Malkorok, ich kann den nicht aussprechen, Wahnsinn. Ich würde den mal spielen und mal schauen, was sie für eine Waffe kriegen danach. Weil hier diese Dreckswaffe, diese pieksige, rustige Hakendingens, das bringt ja gar nichts. Aber Dennis, jetzt bitte, bitte, bitte geh nicht aus dem Spiel. Mach einfach schön brav weiter, wie es sich gehört. Ich habe die Schnauze so voll von Leuten, die immer liefen. Das ist für nichts, ist das. Ach komm schon. Er hat sich bewegt, ich habe es gesehen. Ja, er bewegt sich. So, sehr schön. Er ist noch bei uns. Lehnverrichter, dann 2 Schaden verursachen. Das ist mir egal, wenn der weg ist. Darf es gerne sein. Wir ziehen eine Karte und davon 2 Stück. Spektraler Ritter ist gar nicht mal so übel. Jetzt machen wir erstmal hier... Ich werde erstmal sie rausbringen. Die Maat. Schauen wir mal. Diener mit Sport +2/+2 bringt mir nichts. Ich hau ihn mal weg. Ich will den weghaben. So. Was hat denn er eigentlich für eine Inspiration? Oh. Oh, oh, oh. Sollte eigentlich auch weg, ne? So, 4 Schaden. Okay, er ist weg. Absolut kein Problem. Haben wir Glück gehabt. Ja, sehr schön. Machen wir das mal hier mit einem Schaden drauf. Hätte ich jetzt auch warten können, sicherlich. Wollte ich aber nicht. Vielleicht haut er mir die Waffe weg. Und da ist jeder Schaden ist Gold wert. Wie gesagt, wenn man so Zauber hat, die man nicht kontrollieren kann, dann kann es sein... Na, da will ich kein Risiko eingehen. Da mache ich jeden Schaden, den ich machen kann. Die Grubenkämpferin und... Na, alles klar. Leck mich doch fett. Und nochmal Lichtbombe. Mann, das darf doch nicht wahr sein. So, dann bringen wir hier mal den spektralen Ritter, würde ich sagen. Und den gleich 2-mal an der... Doch, 2-mal. Aber ich behalte diesmal die Waffe zurück. Ich halte die mir zurück... Oder doch nicht? Ne, ich muss ich fast... Ne, er kriegt's. Okay, kann ich sowieso nichts machen. Ich halte die noch zurück hier. Wir wollen die noch ein bisschen pushen, dann doch noch. Weil so einen Schaden, den kann ich dann auch hier mit der ersten Maat machen. Mit dem rostigen Nagel, Haken, was auch immer. So, Dennis. Jetzt musst du dir gut überlegen, was du machen willst. Denn ich habe 8 Schaden draußen und die kannst du fast nicht mehr verhindern. Ich wüsste nicht wie, außer ein Zauber, der dir da wirklich gut hilft. Und Spotter hast du wahrscheinlich nicht allzu viele auf der Hand. Er hat ein Geheimnis und einen Grubenlord. Die Heldenfähigkeit wird ersetzt und auch seine Karten werden ersetzt durch Druidenkarten. Wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Hier, das war die Karte hier. Ja, genau. Die Karten kosten aber auch 1 weniger jetzt dafür. Das ist doch in Ordnung. Kann man so geben. So, ich schilde jetzt erstmal. Dann werde ich hier
Genau, 2-2. Ich werde ihn rausspielen, dann werde ich die Maid rausspielen. Wir haben ein Geheimnis gekriegt, die Schlangengrube, sehr gut. Nein, nicht Lichtbombe, Alter. Es ist schon wieder weg, es ist schon wieder alles weg. Verdammte Axt. So, er kommt weg, den will ich nicht mehr sehen. So, für 2 kommen, egal, wir gehen da einfach mal drauf. So, die Maid spielen wir auch nicht. Oder doch, oder nein, oder, ja komm. Komm, wir spielen es. Wir haben noch genug Möglichkeiten. Der muss mal weg. Dann kann er mir den nicht wegmachen. Nicht so schnell. So, das passt schon. Mal schauen. Ich habe die Schlangen, die dann rauskommen könnten, wenn er mir jetzt hier auf meinen Ritter gehen will. Die Frage ist nur, wie? Er könnte mit seiner Heldenfähigkeit natürlich draufhauen. Dann kriegt er aber 4 Schaden, beziehungsweise 3, weil er sich noch ein Schild macht. Die Frage ist, was hat er für ein Geheimnis? Ich glaube, es... Nee, das hat man nicht gesehen, was für ein Geheimnis war. Von welcher Klasse, glaube ich. Kompostieren. Ja, super. Da haut er das Zeug weg. Da haut er einfach mal alles weg. Verursacht einen Schaden. Auf seinen eigenen. Geht in Ordnung für mich. Was kommt jetzt? Ja, noch 4 Leben und Spott sicherlich. Alles klar. Da haut er dann die Kleinen raus. Wahnsinn. So, wir haben hier noch Maloren gekriegt. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Kann man mitarbeiten. Oder auch hier... 4 Diener muss ich kontrollieren. Nee, das kriege ich nicht hin, so. Den will ich nicht spielen. Da kann ich, habe ich noch mehr Random-Faktor draußen. Erstmal Maloren. So, dann pushen wir die gute Waffe. Sehr schön. Oh, sehr nice. Tierbegleiter rausgekommen. Das ist natürlich nett. Dann hau ich den mal weg hier. Oder beziehungsweise fast weg. Und hol mir hier noch eine Waffe plus einen Zauber raus. Stellt 8 Leben wieder her. Hoffentlich auf mich und nicht auf ihn. Na super, auf meinen Diener. Bringt mir extrem viel. Dankeschön. Danke, Spiel. Boah. Langes Spiel wieder. So, Spott, Moorschleicher und dazu gibt's Schattenschritt. Der kommt zurück auf die Hand, das bringt ihm nicht viel. Dschungelmann, Moonkin, Hexenexplosion auf mich. Nein, das darf nicht wahr sein, oder? Gut, der kommt zurück ins Deck und ich krieg noch Schlangen. Ja, aber so viel, ja. Okay, zum Glück habe ich ja hier noch den Pusher für die Wildtiere und Schlangen sind Wildtiere. Alle Diener, nicht nur Wildtiere. Nein, nicht schon alt. Das Spiel ist einfach zu krass übel. Und dann kommt er schon wieder auf die Hand. Sehr gut. So muss das laufen. So, und dann spielen wir... Ich weiß nicht, ob ich 2... Soll ich jetzt lieber 2 spielen, oder... Nee, komm, Maloren raus. So. Der Zauber war was? Ja gut, das bringt mir gar nichts. Dann gehen wir mit einem Schaden drauf. Ein Schaden ist ein Schaden. Und 2 Schilde... Dann lassen wir Dennis wieder an die Reihe. Lieber Dennis, noch 14 Life hast du. Wir haben 26. Was willst du tun? Einmal Zorn drauf. Kann nicht schaden. Ein Schaden, natürlich. Noch eine Karte ziehen. Vielleicht gibt es noch einen Zauber raus aus dem Diener, den er jetzt gezogen hat. Oder nicht? Und er gibt auf. So, aber wisst ihr was? Das ging jetzt so lange und wir hätten sowieso gewonnen. Genau, wir hätten ja einfach nur angreifen müssen. Ja, das war's dann auch schon vom ersten Video in dieser Woche. Haben wir Fortuna auf unserer Seite gehabt. Mal schauen, wie es im zweiten Video geht. Dazu den Link natürlich dann in der Endcard. Und danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, ihr kennt das Spielchen, abonnieren und so weiter, wenn ihr Bock auf mehr Videos habt oder auch auf Let's Plays. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hot Mac. Ciao. Oh, yeah!